Nächste Rednerin ist Petra Schmidt. Sie leitet den Bereich Gesundheit und soziale Dienste beim Österreichischen Roten Kreuz. 30.000 Menschen werden jährlich zu Hause betreut. Ich möchte mich zuallererst sehr herzlich dafür bedanken, dass auch wir als Rotes Kreuz hier als Trägerorganisation ein paar Worte sprechen dürfen. Auch wir sind ja bekannt als Blaulichtorganisation, aber wir haben ein breites Maß an Expertise, sowohl im stationären Langzeitpflegebereich, im teilstationären Bereich, aber auch in der mobilen Pflege und Betreuung insbesondere. Und wie wichtig dieses Thema ist, denke ich, ist uns allen klar, wenn wir Medienberichterstattungen folgen. Wenn ich da wörtlich eine Person, eine Pflegeperson zitieren darf, eine DGKB, die gesagt hat, mit so wenig Personal geht es einfach nicht, dass man jeden, und da meint sie damit pflegebedürftige Menschen, dass man jeden einmal in der Woche duschen kann. Das sind Berichte aus der Praxis. Und aus diesem Statement, glaube ich, können wir ableiten, wie groß das Maß an Frustration und Verzweiflung bei diesen Menschen schon ist. Das sind Menschen, die mit einer großen Motivation in den Beruf gehen oder gegangen sind, die sehr, sehr viel Verantwortungsbewusstsein haben, aber sich im Moment teilweise nicht mehr heraussehen. Und dazu kommt, dass vor allem auch im mobilen Bereich, aber auch im stationären Bereich nahezu eine Stoppuhrpflege notwendig ist, dass nur noch sehr, sehr wenig Zeit mit Klientinnen und Klienten verbracht werden kann. Und Pflege braucht aber viel Zeit und braucht gute Zuwendung, das haben wir heute schon gehört. Nun, wer pflegt in Österreich? Über 165.000 Personen arbeiten in Pflegeberufen. Allerdings sind 85% davon Frauen und ich denke, das wissen wir alle, aber es ist immer wieder alarmierend, 47% dieser Personen sind älter als 45 Jahre. 2021 haben nahezu 470.000 Personen in Österreich Pflegegeld bezogen und von denen werden 80% zu Hause gepflegt und betreut. Und 40% von diesen Menschen ausschließlich von pflegenden An- und Zugehörigen, pflegenden, betreuenden An- und Zugehörigen. Auch das Rote Kreuz unterstützt massiv natürlich in dieser mobilen Pflege, unter anderem auch mit Rufhilfegeräten. Aber ich denke, das ist Ihnen bekannt, aber auch diese Zahl steigt eigentlich jährlich massiv an, was zeigt, dass der Bedarf an Unterstützung vor allem auch daheim laufend zunimmt. Und über diese Menschen, also über die zu pflegenden Personen, aber auch über deren An- und Zugehörige möchte ich jetzt ein paar Worte sprechen. Was wünschen sich diese? Die meisten Menschen möchten zu Hause leben, solange es irgendwie möglich ist. Sie möchten selbstbestimmt zu Hause leben. Sie möchten informell gepflegt werden, ohne dem geht es nicht. Und wenn das nötig ist, möchten sie das Maß an Unterstützung professioneller Pflege- und Betreuungsangebote bekommen, das sie brauchen und das sie sich wünschen. Und sie möchten auch, dass ihre An- und Zugehörigen ein lebenswertes und schönes Leben haben, wenn sie pflegen und betreuen. Pflegebedürftige Menschen möchten finanziell ausreichend abgesichert sein. Sie möchten die Wahlfreiheit haben, das haben wir auch schon gehört, welches Maß an Unterstützung sie bekommen. Sie möchten sich aber auch aussuchen können, von welcher Organisation oder von welchen Personen das erbracht werden soll. Das heißt, Umstrukturierungen ohne die Beteiligung von pflegebedürftigen Menschen und deren An- und Zugehörige verursacht Verunsicherung und nahezu auch Angst. Dazu braucht es ein ausreichendes Angebot, sowohl an stationären als auch an teilstationären und auch an mobilen Angeboten mit Pflege- und Betreuungspersonen, die ausreichend qualifiziert sind. Und zwar in den Pflegeassistenzberufen genauso wie im gehobenen Dienst bis hin zum Masterabsolventinnen. Schwerstkranke und sterbende Menschen möchten sich aussuchen können, ob sie zu Hause leben und sterben möchten oder ob sie das in einer stationären Einrichtung tun. Sie möchten sich darauf verlassen können, dass sie verlässlich in allen vier Dimensionen der Palliative Care, nämlich physisch, psychisch, sozial und spirituell gut unterstützt sind. Einige sehr wichtige Schritte wurden in den letzten Jahren gesetzt, um pflegebedürftige Menschen und An- und Zugehörige zu unterstützen. Aber das brennendste Thema, und ich denke, wir haben es heute schon gehört, ist die Personalfrage. In nur 7 Jahren, wir haben 2023, werden uns vielleicht an die 100.000 Personen in Pflege- und Betreuungsberufen fehlen. Es gibt hier schon viele
Förderungen, die gesetzt worden sind und viele Anreizmodelle, um Personen in diese Berufsausbildungen zu bringen. Allerdings gerade auch für BerufsumsteigerInnen oder QuereinsteigerInnen, also für Personen, die vielleicht schon nicht mehr am Beginn ihrer beruflichen Karriere stehen, ist es oft sehr verwirrend. Sie bekommen sehr unterschiedliche Aussagen, auch wenn sie sich ans Arbeitsmarktservice wenden, worauf sie nun genau Anspruch haben, wenn sie zum Beispiel schon in Bildungskarenz sind, wenn sie vielleicht schon ein Selbsterhaltungsstipendium kassieren. Das verunsichert die Menschen und wir verlieren auf diesen daher auch einige interessierte und vielleicht auch sehr geeignete Personen, die müssen sich darauf verlassen können, dass ihre Lebenshaltungskosten, dass ihre Fixkosten verlässlich abgesichert sind, bevor sie sich für einen Umstieg entscheiden. Eine klare Linie braucht es auch in der Umsetzung der Lehre für die Assistenzberufe in der Pflege. Also wie nun die Ausbildungsverordnungen für die Pflegeassistenz und für die Fachassistenz in diesem Setting umgesetzt werden kann. Hier braucht es definierte Rahmenbedingungen für die Unterstützung und Begleitung der Lehrlinge, die ja erst ab dem 17. Geburtstag patientennah arbeiten dürfen. Wir sprechen hier von Jugendlichen, wir sprechen von jungen Menschen, die einen sehr anfordernden und ja doch auch unter Umständen belastenden Berufsweg einschlagen. Ein flächendeckendes Schulsystem, sowohl in dem dreijährigen als auch in dem fünfjährigen Modell mit Matura, ist sehr zu begrüßen aus unserer Sicht. Es braucht nur die räumliche Nähe. Im Moment ist die noch lange nicht gegeben, weil wenn ich mir mit 15 überlegen muss, wo gehe ich in die Schule und ich muss einen Schulweg von 2 Stunden in Kauf nehmen, dann entscheide ich mich unter Umständen aus diesem Grund für einen anderen Berufsweg. Und ich glaube, ein großes Feld sind auch noch die Masterlehrgänge. Die sind derzeit überwiegend eigenfinanziert. Das heißt, die Personen, die sie absolvieren, müssen sie aus eigener Tasche zahlen im tertiären Bereich. Wir brauchen aber diese Spezialistinnen. Wir brauchen Spezialistinnen im Wund- und Stoma-Management, um jetzt nur einige Bereiche zu nennen. Ja. Wir brauchen Spezialistinnen für Diabetes oder zum Beispiel auch Personen mit Demenz, deren Anzahl, wie wir alle wissen, laufend steigt. Und derzeit ist es so, dass DGKBs, also AbsolventInnen des gehobenen Dienstes, nochmal 90 ECDS-Punkte, das sind 1,5 Jahre, brauchen, um überhaupt einen Masterlehrgang absolvieren zu können. Das ist eine Riesenhürde. Genauso wichtig ist es, dass für diese jungen Menschen teilweise, aber natürlich auch für alle Personen, die in einen Pflegeberuf wechseln oder sich begeben möchten, eine ausreichende Anzahl an Praxisanleitung gibt. Das ist im Moment für uns Trägerorganisationen nicht finanziert. Das heißt, das ist eine Leistung, die wir zusätzlich erbringen. Allerdings, wenn wir möchten, dass diese Menschen gut durch die Ausbildung kommen und qualifiziert begleitet werden und mit einer hohen Qualität aus den Ausbildungen herausgehen, braucht es da ausreichend Ressourcen, um sie dabei zu unterstützen. Vieles ist schon auf den Weg gebracht worden, um auch die Attraktivierung des Berufs zu verbessern. Hier zu nennen ist die Entlastungswoche ein bisschen ein Wermutstropfen, dass es für die Sozialbetreuungsberufe nicht möglich war, diese zu ermöglichen. Das ist in gemischten Teams, wo HeimhelferInnen genauso arbeiten wie Personen aus Pflegeberufen, ein Problem. Die vorhandenen Rahmenbedingungen, die wir momentan vorfinden, muss es auch ermöglichen, dass es eine Wahlfreiheit gibt, was den Arbeitsplatz betrifft. Wir haben vorher schon gehört über Arbeitszufriedenheit und wie sehr wir einfach auch darauf achten müssen, dass es unseren Kolleginnen und Kollegen im beruflichen Umfeld gut geht. Und auf ein Thema möchte ich jetzt noch zu sprechen kommen. Pflegende Angehörige stehen schon vor sehr, sehr vielen Herausforderungen, aber im Moment ganz besonders vor finanziellen Herausforderungen. Steigende Mieten, hohe Energiekosten und die Teuerungen im Allgemeinen belasten sehr stark. Leider haben allerdings nicht alle pflegenden An- und Zugehörigen zu Hause Anspruch auf den Pflegebonus. Dieser kann ja erst bezogen werden ab der Pflegestufe 4 und wenn man ein Jahr gepflegt oder betreut hat. Da fallen sehr, sehr viele Personen aus diesem Raster, die die finanzielle Unterstützung aber auf der anderen Seite sehr dringend brauchen können. Ab 1. Juli wird es umgesetzt, also vielleicht gibt es hier noch eine Möglichkeit einer Anpassung, um wirklich auch alle Personen unterstützen zu können, die das zu Hause benötigen. Über die 24-Stunden-Betreuung haben wir schon gesprochen. Hier gab es jetzt eine Valorisierung von 550 auf 640 Euro pro Monat. Allerdings, wir wissen, dass das nicht ausreicht, wenn man sich für so ein Modell entscheidet. Und um die Wahlfreiheit geht es uns ja, um diese Kosten zu decken. Zusammengefasst möchte ich sagen,
Neue Modelle sind gut, innovative Wege in der Pflege sind sehr zu begrüßen. Es ist nur bitte darauf zu achten, dass das auch praxistauglich ist, dass das wissenschaftlich gut begleitet und evaluiert ist. Wir stehen als Rotes Kreuz hier selbstverständlich auch gerne mit unserer Praxiserfahrung zur Verfügung, sowie andere Trägerorganisationen sicher auch. Vielen herzlichen Dank. Petra Schmidt vom Roten Kreuz war das. Ja, Türkis Grün hat ja kürzlich eine Pflegelehre beschlossen. Ab Herbst wird man dann eine Ausbildung zur Pflegeassistenz oder Pflegefachassistenz machen können.